Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Lass den Drachen rufen, okay? Okay, boom. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, gegen Majin Buu gekämpft oder haben Parallelquests gemacht. Eins von beiden, weiß ich nicht. Ja, ich habe wieder Namek-Explosion wie blöd gespielt. Kann ich immer nur weiterempfehlen. Gut zum Trainieren, zum Geld aufsammeln, zum Dragon Balls ergattern. Also ja. Außerdem muss man da nur gegen Freezer und Zeitsoldaten kämpfen, also ist das recht easy. Jetzt möchte ich mal gucken. So, einen neuen ultimativen Angriff, den haben wir letztes Mal gemacht. Super. Ich will verdammt gut aussehen. Ich will eine zweite Chance. Ich weiß gar nicht, was das meiste hiervon überhaupt ist. Ich will Geld, ich will ein seltenes Objekt. Ich will mich schick machen. Ich will stärker werden, ich will wachsen. Was ist der Unterschied hier? Ich will stärker werden, ich will wachsen. Weiß nicht. Ich will... Was will ich? Ein seltenes Objekt, das sind einfach nur zusammengewürfelte Sachen, nehme ich an. Ich will einen neuen ultimativen Angriff. Spielbare Charaktere, zweite Chance. Ich will stärker werden. Obwohl, nee. Ich will ein seltenes Objekt. Gib mir ein seltenes Objekt, was weiß ich. Kraftstab mal 1. Krieg einfach irgendwas zusammengewürfeltes hier. Warte mal, Kraftstab, ist das der Stab von Son Goku? Also der rote Stab. Cool. Schön. Ja, der so lang sein kann, wie er sein muss. Okay. Ja, ich glaube, Shenlong ist jetzt nicht so. Weiß nicht, lohnt sich nicht so. Okay. Wir werden hin und wieder mal ausprobieren, immer, was die ganzen Sachen sind. Ich komme ja seltsamerweise immer gut an die Dragon Balls durch Namek-Explosion, also, ja. Ich habe meine Freundschaft mit Mr. Satan maximiert, also hoffentlich kann ich das Training mit ihm abschließen. Also mach mal das heute, würde ich sagen. Wie läuft dein Training? Ich werde heute zusammen trainieren. Wir werden heute zusammen trainieren, aber nicht nur wir beide. Zwei kleine Kerle namens Tonguten und Trunks machen mit. Sie haben mich beim Weltkampf gesehen und sich freiwillig gemeldet. Wenn ich nein gesagt hätte, könnte ich mich nicht Champion nennen. Das heißt, du wirst gegen drei kämpfen. Das wird gar nicht so einfach werden. Wenn du gewinnst, bringe ich dir eine richtig tolle Fähigkeit bei. Also, bist du bereit? Ja. Unglaublich, kleine Senior-Schüler. Energiekapsel ist Geschenk für dich, okay. Okay. Werden wir aber schaffen. Mr. Satan ist wahrscheinlich wieder mit ein, zwei Schlägen weg. Und die beiden nicht. Bin aber 57, glaube ich. Okay, ich muss nur einen. Okay, ist erst der zweite. Dann kommt mal her. Hilfe! Uff. Warum sind die immer so stark? Muss ich erst echt zum Super Saiyan schon gehen. Komm mal her. Na klar, bin ich stark. Ich bin zwar ein Super Saiyan. Das Spiel leckt voll. Irgendwie ist halt immer hier in diesem Gebiet im Weltkampfturnier. Ich dachte, noch nicht. Oh, super. Wie sieht aus wie dein Vater, den ich kenne. Oh Mann. Ich bin auch ein goldener Krieger, was willst du eigentlich? So ein Kamehameha gerade eingesetzt. Okay, einmal hat er ja eins eingesetzt, glaube ich. Gegen Broly.
Was zum? Jetzt kommt Mr. Satan auch noch. Kann ich nicht anvisieren. Komm mal her! Hi. Mit der Schwierigkeit haben die es aber auch echt, ne? Man muss doch überlevelt sein, sonst schafft man das doch gar nicht. Ja, und super Angriff, Geschenk für dich. Ich direkt ausprobieren. Scheint kein physischer Angriff zu sein, das ist auch mal gut. Hier gibt ja wahrscheinlich hier diesen Gameboy, ne? Ich hoffe, ich kann direkt mit dem Training weitermachen. Oh, welche Kraft. Hm, ich habe viel zu viel Schaden beim Schutz der Kleinen eingesteckt. Aber das sind doch mittendrin gegangen. Möchten Sie mein Autogramm nicht? Nein, es ist nicht da. Ich habe dir noch eine Fähigkeit beigebracht, oder? Sie ist Geschenk für dich. Teste sie doch ein paar Mal im Kampf. Sie hat unerwartete Einsatzmöglichkeiten. Sei nicht überrascht. Okay, dann beginn mal mit deinem Training. Okay, ich kann direkt weitermachen. Bildersprengung. Ach, die habe ich gekauft vom Shop. Super Absorption und alles was. Teleportation auch. Ja. Machen wir weiter. Gehen wir jetzt mit dem Training. Dieses Mal kämpfst du gegen Bu. Oh, du kennst ihn wohl schon. Bu und ich waren mal Gegner. Es war knapp, aber ich habe gewonnen. Seitdem ist Bu mein Untergebener. Ist das nicht großartig? Ich lasse dich gegen Bu trainieren, damit du Erfahrung sammeln kannst. Bu und ich bin ein Team und du kämpfst gegen uns. Der Gewinn zeigt dir eine besondere Fähigkeit. Freu dich. Also fangen wir an. Schlag den Gong. Okay. Mr. Satan oder Majin Buu ist ja okay. Weil mich auf wenig losgehen sollte. Wohl wahrscheinlich kommt erst Majin Buu, ne? Mal schauen. Hat mal Training gleich schon beendet. Hungriger Majin Senpai. Natürlich auf dem Planeten der Kaioshin. Danke, dass du mich aufnehmen lässt. Der klingt voll böse im Japanischen. Natürlich. Ja, nimm das. Ah, verdammt. Ja, genau. Mit Mr. Satan. Schon zu Ende? Wie geil. Ich dachte echt nicht, dass das so einfach war. Ja. Ja, genau. Ich bin Saiyajin, ich fress wahrscheinlich viel zu viel. Boah, Training ist voll einfach mit dem 7000. Schade, dass ich die nicht öfter machen kann. Ist der Satan-Rollschlag. Boah, ich könnte die eigentlich öfter machen, ne? Ja, aber die Dialoge, die dauern so lange, bis sie weggehen. Aber egal. Du weißt einfach nicht, wie man sich zurückhält. Nichts, ich fühle mich einfach nicht gut, weil ich zu wenig Schlaf hatte.
Oh ja, ich erkläre dir die Fähigkeit, die ich dir beigebracht habe. Mr. Satans Rollschlag ist ein Megaton-Angriff meiner Fähigkeit. Such das mal, hey, ich frage mich, wie viele Jahre du dafür brauchst. Ich trainiere dich noch mal, so freue dich schon mal drauf. Hahaha. Und sehr gut. Hier. Mr. Satans Rollschlag. Okay. Letztes Training. Ich muss dir etwas sagen. Das nächste Training ist das letzte. Du warst erst so schwach, aber jetzt hast du mich fast eingeholt. Meine Untergebener waren schwach. Ich zeige dir, was ein echter Champ ist. Ich, Mr. Satan, werde alles geben. Es gibt keine größere Ehre. Ich zeige dir, was das heißt, ein Superheld zu sein. Du musst Mr. Satans Rollschlag als den Finisher einsetzen. Genau, Helden dürfen nicht mit dummen Angriffen gewinnen. Wenn du meinen Lehren folgst, wirst du auch ein Held. Hey, komm schon, zeig, was du hast. Was es heißt, ein Champ zu sein. Natürlich. Meister Satan. Schwierigkeit 1. Der Retter ist da. Ja, muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zerbreche. Oh Mann. Man kann sich Mr. Satans Brücke auch kaufen im Laden, habe ich gemerkt. Habe ich aber nicht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Meisterschaft. Okay. Oh, das wird nicht gut sein. Ich ziehe mit meinen Dings fast ganz ab, das ist ein Problem. Den schaffe ich doch. Bleib doch mal stehen, Mann. Boah, das wird... Alter. Ich treffe ihn nie damit. Zum Glück greift er nie an, außer mit seinen Steinen, ja. Ah. Ja, das ist auch Kacke, ja. Wie soll ich ihn nicht treffen? Bleib doch mal stehen. Alter! Ich treffe ihn nie damit. Boom. Ist doch blöd. Entschuldigung. 233. So einfach war das eigentlich nicht. So wild habe ich es erwartet. Ultimativer Angriff. Der Retter ist da. Natürlich. Wenn daran denkt, dass ich ihn fast nie getroffen habe, war das gar nicht mal so einfach. Au, au. Wie immer setzt du nicht irgendwelche Schläge ein. Hm, du hast es geschafft. Jetzt bist du selbst ein Meister. Nein, Tenpekan. Okay. Und ich sagte eins, ich habe nur so getan, als hätte ich verloren. Ich habe deinen Angriff bewusst durchgehen lassen, um dich zu trainieren, natürlich. Was soll der Blick? Ich habe es für dich getan. Wie auch immer, ich habe dir versprochen den letzten Angriff gezeigt. Der Retter ist da, meine individuelle Technik. Du wirst als Held geprüft. Übrigens, was machst du danach? Wie bitte, Zeitpatrouille? Das ist immer mein Traum. Sänger und Schauspieler sein, ohne größeres Dojo. Dann lasse ich dich nicht weiterkommen. Ich werde immer dein Meister sein. Sehr gut. Weg mit dem Angriff wieder. Ist ja sowas von Kacke. Ich ziehe ja gar nichts damit ab. Was hatte ich denn jetzt da? Hier, Dingens. Ich glaube, ich tue mal die Sonnenfaust, oder? Nee. Wo ist ja der von Piccolo? Obwohl... Näher dich sofort deinem Gegner aus der Distanz, bewegst du dich vorhin aus der Nähe dahinter. Machen wir das mal. Dass alle Gegner im Bereich dich anvisieren. Warum sollte ich das machen wollen? Gut, dann gehen wir mal da zum Platz, weil da habe ich auch einen schönen Meister gesehen, hoffe ich.
Gut, es hat also nichts damit zu tun, wie oft man die Angriffe einsetzt. Man muss einfach nur die Freundschaft erhöhen von denen. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, der ist jetzt immer noch da. Bin ein bisschen blöder, die ganzen Charaktere, die da bleiben. Gotenks wäre aber auch nicht schlecht. Okay, Gotenks. Willst du mich wieder herausfordern? Bitten? Ja. Ja. Okay, kämpfen wir. Wenn du gewinnst, mache ich dich zu meinem Schüler. Keine Sorge, ich kämpfe nicht mit ganzer Kraft. Wenn ich wollte, könnte ich diese ganze Stadt zerstören. Wenn du mein Schüler wirst, bringe ich dir eine Fähigkeit bei. Hey, bist du nicht aufgeregt? Meine Fähigkeiten sind alle toll. Fangen wir an. Galaktische Donuts, jawohl. Sehr schön. Mach mal bei Gotenks jetzt das Training. Ich weiß, wie man jetzt die Beziehung ein bisschen schneller erhöht, indem man einfach mit den Meistern kämpft. Also an deren Seite. Dürfte das jetzt auch nicht so lange dauern. Ich habe irgendwie in einer Stunde irgendwie die Beziehung von Mr. Satan voll erhöht. Buff. Komm mal her. Nur, wo du noch gar keinen Treffer gelandet hast. Babs. Ich halte mich doch nicht zurück. Hier. Boom. Okay. Geil. Na gut. 7000. Galaktische Donuts. Brauchen wir ein paar neue Angriffe. Ich habe ein Kamehameha, die Lichtgranate, die auch noch gut ist, weil die aufladbar ist. Die Aufladung und ich brauche noch einen weiteren Angriff. Bei Kreis wechsle ich die ganze Zeit, nehme ich. Aber den Angriff. Okay, ich nehme dich an, beginnen wir jetzt und du wirst mein Untergebener. Ich bin der Boss, ich bin dein Boss. Ich mag, wie sich das anhört. Die falsche Zeit beeindruckt sein. Ich muss dich unterrichten. Ich habe dich galaktische Donuts gelernt. Das ist eine tolle Fähigkeit. Geh raus und meistere sie zunächst. Ha. Dich abzuweisen ist meine Art der Lehre. Ich bin nicht faul. Und jetzt verschwinde ich. Spiele mit dir, wenn du stärker bist. Viel Glück. Gotenks ist jetzt mein Meister. Jawohl. Ups. Ich sollte mal gucken, was bisher Satans Dingens gibt. Ja, diese wechsle ich hier andauernd, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Der Mechgab, bei dem du einen Gegner mit einem ringförmigen Keks für so einen zerquetscht, richtet großen Schaden an. Bin ich mal schade, dass gerade wenn ich die neuen Meister suche, die nie da sind. Ich triff die immer auf Screen. Setze vor Mr. Satan. Ausrüsten verbessert Mr. Satans Fähigkeit. Was zum Teufel? Wann wird er denn dann schwächer? Ja, okay, das war super Angriff von also was, ne, da benutzt Mr. Satan sowieso nicht. Benutzt du dein Might Kick. Gucken wir mal, ob noch irgendwelche Leute hier rumlaufen. Den ich vielleicht trainieren könnte. Wohl lass mal. Mach mal Parallelquest, wir müssen immer noch ein paar machen. Guck ich das mal an. Schlimmstes Team, besiege Son Goku und Cell. Ups. Besiege Cyborg 17 und 18, das sieht ein bisschen einfach aus. Nehmen wir das. Muss ich nur gegen zwei kämpfen anstatt fünf. So. Dann nehmen wir, wo ist er? Da. Gotenks. Und Son Gohan. Oder warum nicht? Ich vermiss irgendwie Vegetto. Wo man kann sich eine Setseele, glaube ich, erstellen von Vegetto. In diesem Mischladen. Also muss er ja hoffentlich, obwohl eigentlich nicht, ne? Oh nee. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet.
Muss ich Vegeta beschützen? Ich glaube ja, ne? I'm not afraid, Rita Woman. Oh, that's cute. Me neither. So, galaktischer Donut. Oh, cool. Na klar, ich komme ja aus der Zukunft. Aber der Kampf davor, der wieder war heftiger, habe ich das Gefühl. Komm schon. Nein, was? Ich habe doch locker getroffen. Kannst du es wagen? Was ist das? Und zack. Was? Oh. Hey. Wie jetzt? 17 war ja noch irgendwo. Leck mich. Muss aber, wird nicht so einfach. Wäre zu schön gewesen. Mal los, wo auch immer wir jetzt hingehen. Natürlich nicht hingeguckt, einfach durchgerast. Wusch. Oh, Piccolo kommt. Ja, zu dem Zeitpunkt einer der stärksten Leute war, neben Cell. Ach, zum Teufel. Oh, da ist der 18. Hey, Piccolo, Meister. Senpai, notice me. Den Angriff konnte ich schon... Oh mein Gott, der verreckt hier wieder. Lass mich raten, er darf nicht sprechen, ne? Komm schon. Immer mit eurem Schutzschild, Mann. Ich sollte echt ein paar Grundangriffe hier erhöhen. Ich tue eigentlich die ganze Zeit immer nur super Angriff erhöhen. So. Gut gemacht, Piccolo. Wahrscheinlich muss ich den am Leben lassen, um irgendeine Bonus-Herausforderung zu bekommen. Aber klappt ja aber wieder nicht. Irgendwie schaffe ich jetzt nie on-screen die Bonus-Herausforderung zu bekommen. Nee, da waren wir doch. Da. Ich hasse jetzt immer eben Dinger zu suchen. Ödnis. Jetzt wahrscheinlich gegen beide, ne? Da. Warte. Bist dich. Dann nimm du. Guck mal her. Ja, ich tue super Angriff, wie blöd erhöhen, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht stark genug. Jetzt mal level ich bis Level 100 oder 99, aber das immer das Maximum hier ist. Ja, kann nicht wahr sein. Und die Schild da hinten. Galactic Donut. Friss das.
bist du denn? Irgendwie schreit er danach, dass ich meine Ultimate spamme. Oh. Fuck. Ich meine, verdammt. Wow. Das viel geheilt. Hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Was ist das? Kamehameha to the face oder auch nicht? Boah. Und dieser Angriff von C17, ne? Was zum Teufel, meine Ausdauer? Warum? Wo ist das? So. Boah, dieser Angriff von C17, ne? Ich weiß nicht, was das immer soll. Level 8, 36, ich bin 57, verdammt. Irgendwas stimmt doch mit dem Spiel hier nicht. Und ist das? Och Mann. Oh gut. Ist das? Ist das? Jetzt scheitert da drauf, dass ich nur super Angriffe hier spamme. Alles andere bringt doch irgendwie nichts. Damit treffe ich auch. Relativ oft habe ich das Gefühl. Und es war wieder zu Ende. Verdammt. Ja, keine Bonus-Herausforderung. Ich habe nichts bekommen. Irgendwie bekomme ich Nivat und Tunidi Bonus-Herausforderungen dafür, wenn ich aufnehme. Das passiert immer alles nur offscreen. Entschuldigt, wenn ich dann nicht immer die ganze Mission nochmal mache, weil das wäre mir ein bisschen zu blöd hier. Ihr seht ja, wie schwer die sind. Ja gut, da würde ich sagen, ich bin den Part hier und wir machen in der nächsten Folge die andere Parallelquest, die noch in diesem Rang zur Verfügung stand. Okay, würde ich sagen, tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.